Mit der Waffe am Anschlag umstellen vier Polizisten das Auto. Dann der Zugriff. Die Beamten zerren den 18-jährigen mutmaßlichen Mörder aus dem Wagen. Es ist das Ende einer dramatischen Verfolgungsjagd. Um kurz nach 13 Uhr knallt der Schüler mit seinem Ford hier in den Gegenverkehr mit etwa 160 Stundenkilometer. Beide Fahrer kommen verletzt ins Krankenhaus. 2,5 Stunden dauert die Flucht vom Tatort in St. Leonroth in Baden-Württemberg bis nach Seesen, kurz vor Hildesheim in Niedersachsen. Knapp 380 Kilometer. Der Tatverdächtige jetzt also festgenommen. Im November hatte die Schülerin gegen ihn Strafanzeige wegen körperlicher Gewalt gestellt. Um 10.20 Uhr soll er am Donnerstag auf dem Gelände des Löwenroth-Gymnasiums in St. Leonroth brutal auf die 18-Jährige eingestochen haben. Rettungskräfte versuchen die junge Frau noch in der Schule zu reanimieren, erfolglos. Die Schülerin stirbt an ihren Verletzungen. Wir gehen derzeit von einem Beziehungshintergrund aus, werden zum einen Vernehmungen durchgeführt von Zeuginnen und Zeugen, die gegebenenfalls die Tat oder Teile der Tat wahrgenommen haben, die über die Hintergründe Auskunft geben können. Zum anderen haben wir für den objektiven Tatbefund natürlich unsere Kriminaltechnik im Einsatz. Inzwischen scheint klar, der junge Mann war ebenfalls Schüler der Schule, ging mit seinem Opfer in dieselbe Stufe. Doch immer noch gibt es viel mehr Fragen als Antworten. Das ist immer schwierig. Auf der einen Seite müsste man sagen, vielleicht hat an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch jemand nicht richtig hingeguckt, wenn schon mal Gewalt gegen jemanden verübt worden ist. Und dann ist vielleicht doch nicht alles so konsequent getan worden, um die Person dann von der Schülerin fernzuhalten. Ja, aber man kann nicht in die Köpfe reingucken. Man kann nicht. Es geht nicht. Baden-Württembergs Innenminister Strobel ist entsetzt über die Gewalttat. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und Freunden der verstorbenen Schülerin. Ihr Leid muss unermesslich sein. Mit seiner Tat hat ein Heranwachsender einen anderen Menschen mitten aus dem Leben gerissen. Der gesamten Schulgemeinschaft wünschen wir, dass sie dieses schlimme Ereignis bestmöglich verarbeiten können. Inzwischen wurde ein Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Mörder erlassen. Er sitzt nun im Gefängnis. Unterricht findet am Löwenroth-Gymnasium erst einmal nicht statt. Die Schule bleibt heute geschlossen.